Es geht einfach mal nur Chiefen Army damit. Mal bekannten ein Video hier auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Leute. Dieses Video wird wahrscheinlich als Premiere ablaufen. Ja. Sagt dann mal den Chiefen aus der Zukunft ein herzliches Willkommen oder schreibt einfach mal Hallo. Dieses Video wird auch wahrscheinlich abends laufen gegen 18 Uhr. Wie es gehört hat, oder wie es auch im Titel steht und auch im Thumbnail ist, geht es heute in dem Video darum, das Jahresüberblick 2020. Ja, ich erzähle euch heute in diesem Video, was meine Erfahrungen sind aus diesem Jahr, und was ich gesammelt habe und was ich auch lieber nicht sammeln wollte. Als erstes fange ich mit dem Positiven an. Und zwar zum einen hatte ich ja im Dezember meine praktische Prüfung. Mit der 1 bestanden, wobei ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass ich dann noch eine 1 bekomme. Ja, ich meine eine 2, sorry, habe versprochen, ich meine eine 2. Und da sage ich, fand ich positiv, dass ich halt da eine 2 bekommen habe. Wisst ihr, ich habe auch oft gesagt, dass ich in Gitarre werde etc. Aber das habe ich ja trotzdem gemacht. Und was ich auch noch bekommen hat, war das Lernen. Ja, ich bin ja so ein Typ, der gerne lernt etc. Ich bin lieber so ein Typ, der lieber zu. Aber ihr wisst ja auch, dass meine Mutter war ja vom 9. November bis zum 9. Dezember, sage ich mal, 4 Wochen weg. So quasi. Da war ich ja bei meiner Oma und da habe ich Deutsch schon gut gelernt und ich muss sagen, das muss man auch mal erstmal durchbestehen. Ich rede jetzt mal so Fortnite etc., sondern jetzt eher auch bei mir rum. Und da muss ich halt sagen, fand ich ja gut, dass ich halt trotzdem gut gelernt habe, wo man da war. Klar, wir haben die Entscheidung versucht. Was ich dann auch positiv fand, ist, dass ich nicht mehr in so einer Klasse bin, wo ich gemobbt werde, sondern dass ich endlich in der Klasse bin, wo ich froh bin. Und das ist auch mein erstes Schuljahr. Und was ich noch gesammelt habe, positiv, ist, dass wir im Sommer einen Pool bekommen haben. 2020, dann wir endlich einen Poolgarten und dann machen wir das oft draußen. Und das fand ich dann auch positiv. Ja, klar, mehr positiv, aber ich muss immer mit den negativen Sachen anfangen. Erstens war negativ, dies mit dem Corona. Wisst ihr, Leute, Covid-19 gilt ja immer noch. Wenn ihr das Video seht, ist ja Corona ja nicht weg. Schreibt mal gerne jetzt unten in die Kommentare oder wenn das jetzt noch wenn es jetzt noch als Premiere läuft, eure Meinung in den Chat rein. Das lese ich gerne. Und wenn die Premiere vorbei, schreibt gerne trotzdem eure Meinung unten in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten und herzugeben etc. Das Negative ist, dass die ganzen Bundesliga-Mannschaften, wie die Bundesliga gespielt haben, als Geisterspiel abgelaufen ist wegen Covid-19. Ja, ich wäre auch gerne öfters oder ich wäre auch gerne ins Stadion gegangen. Ihr wisst ja, ich bin ja Frankfurt-Fan, aber das hat ja so in Anführungszeichen ja nicht geklappt. Und ja, das war halt ein Negatives. Das zweite Negative ist halt mit der Maske und so. Maske im Bus und jetzt auch neu Maske im Unterricht. Das heißt, man muss die Maske, sobald man die Schule betritt, so ist es bei mir, aufsetzen und sobald man von der Schule rausgeht, kann man die wieder absetzen. Aber auch im Unterricht muss man die jetzt auslassen. Und das Dumme ist, wenn man jetzt 8 Stunden hatte, dass man die 8 Stunden lang auflassen muss, die Maske, und das nervt schon. Wenn man die 8 Stunden lang auflassen muss, das finde ich halt einfach negativ. Ja klar, man will sich selbst und auch die anderen schützen, aber es hat negativ. Das komplette Corona ist für mich eigentlich negativ. Klar, es gibt auch positive Sachen, dass man zum Beispiel Schule hat, von zu Hause aus Online-Unterricht. Ja klar, man kann da auch andere Sachen machen, aber macht es am besten nicht. Und das finde ich halt positiv. Und was auch positiv ist, ist halt in den Geschäften mit der Maske. Aber was ich negativ finde, ist halt noch mit dem Abstand etc. Das finde ich halt nicht so gut.
Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Positiven. Negativ habe ich ja jetzt alles gesagt, eigentlich geht es ja nur negativ. Und das Thema Covid-19. Positiv fand ich auch, dass ich Erfahrung gesammelt habe, falls später noch was Schlimmeres kommen sollte, außer Covid-19, wenn ich falls ich später irgendwann mal Kinder habe, dass ich denen erzählen kann, wenn da irgendwas anderes ist, wo man dann nur noch draußen Maske braucht, also komplett nur Maske braucht, da kann ich den Kindern sagen, dass die das packen, denn ich hatte es ja auch gepackt, das komplette Schuljahr, jetzt das komplette neue Schuljahr, bis heute, dem 31.12., habe ich ja gepackt mit der Maske. Wenn ich später Kinder habe, kann ich denen ja auch sagen, komm, wir packen das schon mit Maske oder wenn die irgendwas anderes brauchen, wenn die irgendwas Schlimmeres ist, dann kann ich auch sagen, packt es, denn denkt immer positiv. Es gibt auch ein paar negative Sachen, ja klar, aber es sammelt am besten positive Sachen. Zum Beispiel, dass man trotz Covid-19 coole Sachen miterleben kann, dass man sich trotzdem mit Abstand, sich mit Freunden treffen kann, etc. Ja, das war's eigentlich schon von dem Video. Ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine Video gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung jetzt noch am Ende von der Premiere eure Meinung in den Livestream-Chat rein. Oder in die, Videobeschreibung. Nee, in die Kommentare. Und dann hätte ich gesagt, war's das. Ich melde mich ab. Das war auch mein letztes Video dieses Jahr 2020. Ciao und tschüss und bis nächstes Mal und guten Rutsch ins neue Jahr. Rutsch bitte nicht so tief. Erholt euch gut. Frohes Neujahr. Wünsche ich euch.